Morgens an Tag 5 ist das schon, stehen 288 Kilometer auf dem Tacho. Also wenn ihr diese Slideshows verfolgt habt, seht ihr ja, da sind öfter diese Tachometerstände eingeblendet als Slide, als ziemlich meistens das erste. Ich hatte damals schon, weil es ja auch ein Kunstprojekt war, ziemlich viele Pflichtfotos. Unter anderem war das Kilometerfoto Pflicht, dann war Pflicht, den Track aufzuzeichnen. Dann habe ich alle 10 Kilometer angehalten und ein Straßenbild gemacht. Das sieht man auch in der gestrigen Slideshow. Das letzte Bild zeigt die ersten 16, also die ersten 160 Kilometer mit Straßenfotos, die teilweise künstlerisch verfremdet sind. Wir sind jetzt am Morgen von Tag 5, dem 1. März, sind wir in Cuve, in der Nähe von Cuve, C-U-V-E geschrieben. Und zwar habe ich abends oder ja nachmittags noch den Vogesen-Kanal verlassen, der sich wunderbar, also es ist ein wahnsinnig gutes Stück Radweg, der sich mehr nach Süden bewegt. Die Wettervorhersage hat nämlich einen richtigen Winterrückkehr angekündigt und ich habe an diesem Tag 5 dann tatsächlich beschlossen, nicht direkt weiter nach Lyon zu fahren, sondern einen Abstecher in die Schweiz zu machen, um dort diesen Wintereinbruch noch abzuwarten. Das heißt, die Reise nimmt da die erste ungeplante Wendung. Ich nehme dafür auch ein paar hundert Kilometer, bestimmt 200, 300, vielleicht sogar 400 Kilometer mehr in Kauf. Das sieht man ja auf der Landkarte, die sollte ich übrigens auch mal einblenden. Da sieht man, wie an diesem Tag das dann Richtung Westen, Richtung Osten geht und Richtung Schweiz, wo ich bei der Liebsten dann ein paar Tage verbringe, um dann durch die Schweiz wieder Richtung Genf auf Kurs zu kommen. So viel vorgreifend. Wir befinden uns jetzt also mit Tag 5 auf Kurs Winterquartier, Winteraussitzen, runter Richtung Du, also Dubs, das ist dieser Fluss, der am Jura entlang fließt. Ich habe die Slideshow wieder parat gemacht mit der GoPro-Software und wünsche euch hiermit auch viel Spaß beim Schauen.